Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Parteifreunde, mein Name ist Sebastian Schulze. Ich bin, also Schulze mit E, seit diesem Kanzlerkandidaten der SPD lege ich auf diesen Buchstaben besonders viel Wert. Ich bin 40 Jahre alt, aber mit Kriegswirtschaftslehre in Köln studiert und arbeite seit über 10 Jahren als mitarbeitender Gesellschafter in einem mittelständischen Unternehmen. Anfang 2013 bin ich in die Alternative für Deutschland eingetreten. Als Gründungssprecher und Direktkandidat habe ich den Märkischen Kreis mitgegründet und gehöre bis heute ununterbrochen dem Vorstand. Seit über 3 Jahren bin ich auch stellvertretender Sprecher im Bezirk Arnsberg und engagiere mich im Mittelstandsforum der Alternative für Deutschland in NRW. Straßenwahlkampf, Plakate hängen, Unterschriften sammeln und Parteitage besuchen gehören für mich genauso dazu, wie das Halten von Vorträgen und das Organisieren politischer Großkongresse. Die erreichen wir mittlerweile über 500.000 Bürgerinnen und Bürger auf den freien Medien und bei YouTube, meine Damen und Herren. In fast 4 Jahren, in denen ich nun in der Alternative für Deutschland aktiv bin, habe ich viele Menschen kommen und ich habe viele gehen sehen. Persönlich ist mir wichtig, Kontinuität, Durchhaltevermögen und Rückgrat. Realitätsverweigerer und Wendehälse sind mir unheimlich. Meine Vorstellung für Sie habe ich heute in 2 Bereiche aufgeteilt. Der eine ist der Seelenzustand unserer Republik und der andere Teil, der zweite Teil, sind Lösungsansätze, für die ich stehe und dem beinhaltet auch, was ich für uns leisten kann. Beginnen wir mit Teil 1, dem Seelenzustand Deutschlands. Der gesunde Menschenverstand, liebe Freunde, der gesunde Menschenverstand ist der Nährboden unserer AfD. Und die Naturgesetze sind unsere Ratgeber. Und was liegt da näher, als unseren Staat, unseren Staatskörper, in dem wir alle leben, einmal mit einem menschlichen Körper zu vergleichen? Denn beide funktionieren nur, wenn ihre Organe intakt sind. Schauen wir uns doch 3 Organe einmal näher an. Zum Beispiel das Herz. Sie werden mir zustimmen, es ist ein elementares Organ, denn es sorgt für den Blutkreislauf und hält den Menschen stabil. Sucht man das Herz jetzt in einem Staatskörper, so stößt man unweigerlich auf die Zentralbank, denn sie sorgt für den Geldkreislauf und soll unser komplexes System, in dem wir leben, stabil halten. Aber ich frage Sie, wo ist unsere Zentralbank hin? Man hat sie stillgelegt und an ihre Stelle ein Kunstherz gepflanzt mit dem Namen EZB. Der Gelddiktator Draghi sitzt dort, druckt Billionen von Euro, gefährdet unsere Geldwertstabilität und zusätzlich noch das Sparguthaben von Millionen fleißiger Bürgerinnen und Bürger, die eigentlich fürs Alter gespart haben und jetzt mit großen Sorgen in die Zukunft und in die Zukunft auch ihrer Kinder und Enkelkinder blicken müssen, meine Damen und Herren. Das geht so nicht weiter. Oder lassen Sie uns weiter nach oben schauen, zum Gehirn. Das Gehirn soll denken und unser Körper sicher durch die Welt steuern. Im Staat könnte man diese Funktion dem Bundestag zuordnen. Aber dort sitzen nämlich Politiker, die von unseren Steuergeldern bezahlt werden, um unseren Staat und unsere Heimat sicher durch die Welt zu bringen. Aber die Verantwortlichen, sie haben das Steuer längst verlassen. Unsere Grenzen sind offen wie Scheunentore. Unsere innere Sicherheit ist katastrophal. Deutsche Interessen werden nicht mehr formuliert und gedacht wird auch nicht mehr selber. Das überlässt man nämlich Brüssel oder man kopiert gleich die Gesetzestexte von Lobbyisten 1:1. Und eine Opposition, liebe Freunde, die gibt es nicht, noch nicht, aber wir, die AfD, wir werden das ändern. Ein drittes Organ, die Sprache, der Mund. Beim menschlichen Körper, wenn etwas nicht stimmt, dann soll dieser um Hilfe rufen und die Mitmenschen aufwecken. Im Staatskörper wäre das die Aufgabe der Medien. Aber was haben wir hier? GEZ, zwangsfinanzierte Einheitsbrei, in dem sich Alt-68er tummeln, die Meinungsfreiheit mit Füßen treten und sich das verfürchtlich bezahlen und verhalten lassen. Diese mentale Vergiftung unserer Gesellschaft, in dieser mentalen Vergiftung schauen wir nicht länger zu, die GEZ gehört abgeschafft.
Und nun die zweite Teil meiner Rede, die vier Punkte, für die ich stehe. Erstens, unsere Landesgrenzen müssen umgehend geschlossen werden, ansonsten wird der Aderlass unserer Werte, unserer Tradition und unserer Finanzen ungebremst weiter voranschreiten. Zweitens, ich stehe für die umgehende Rückkehr zur nationalen Währung. Der Euro ist gescheitert. Drittens, Volksentscheide. Ein Volk muss über wesentliche gesellschaftliche Entwicklungen selber entscheiden dürfen. Hierzu zähle ich NATO-Zugehörigkeit, Russland-Sanktionen und so weiter. Und viertens, meine Damen und Herren, und das halte ich für den wichtigsten Punkt, der Rechtsstaat. Politiker stehen nicht über dem Recht, sondern sie sind da, um das Recht zu achten und zu schützen. Und deswegen lasst uns gemeinsam unsere Stimme erheben, denn es ist die letzte Stimme, die sich in unserem Land für unser Land erhebt. Und lasst uns diese vergiftende One-World-Ideologie der Altparteien und den Souveränitätsverlust stoppen. Lassen Sie mich noch kurz sagen, was ich für uns bewerten kann. Einbringen würde ich mich gerne im Ausschuss für Kultur und Medien. Die Medien sind der größte Manipulator unserer Gesellschaft. Als Kenner der Alternativen bzw. Freimedien könnte ich hier eine Pulsgeber sein. Großes Interesse habe ich auch am Ausschuss Wirtschaft und Energie. Als Gesellschafter eines mittelständischen Unternehmens der Metallindustrie weiß ich, wo und vor allem wie unsere Wertschöpfung im Land betrieben wird. Die Abgeordneten, die heute im Bundestag sitzen, sie kennen nur noch Kreissaal, Hörsaal, Plenarsaal, in ihnen ist diese Wertschöpfung nicht mehr bekannt. Und der Wertschöpfung unserer Bürger steht bei mir im Mittelpunkt. Darum bitte ich um Ihr Vertrauen. Mein Name ist Sebastian Schulz. Und vielen Dank. Von Frankfurt, also bis zu 5 Fragen. Bitte. Ja, also haben das Trinkwort heißt noch am Übersturm. Sebastian, du hast ja eben diverse Körperteile angesprochen. Bekanntlich ist der Euro ja im Arsch. Was ist für dich der Grund des Scheiterns des Euros? Schöne Assoziation. Also der Euro, beziehungsweise die ganze Euro-Rettung basiert ja eben auf dem Bruch der Nobelaufgabe. Das ist das, was mir eben auch die großen Sorgen bereitet. Denn wenn der Rechtsstaat geht, und das sind Anzeichen dafür, dass sich die Politik über unser Recht hinwegsetzt, wenn der Rechtsstaat geht, dann zieht Willkür ein. Und das wollen wir hier im Saal, vor allem nicht, aber auch unsere AfD-Freunde in ganz Deutschland, ich denke, das wollen wir alle nicht erleben. Verteidigungsbündnis zu einem anderes Bündnis mutiert.
Fortsetzung, weil wir Gott sei Dank Frieden haben. Das finde ich ist das Wichtigste. Düsseldorf, Sebastian, du bist sehr für den Mittelstand engagiert. Wie würdest du in Berlin die aktuellen Probleme des Mittelstands verbessern wollen und auch gegen die sehr konzernfreundliche Gesetzgebung, die aktuell durchgeführt wird, vorgehen? Wir haben als Mittelstand, als Rückgrat unserer Gesellschaft, erzähle ich unser Unternehmen auch zu, ungefähr 35 Leute, das Problem, dass wir zwischen Großkonzernen sitzen. Unsere Abnehmer sind häufig Großkonzerne, die Lieferanten sind Großkonzerne und das Wettbewerbsfeld ist so verzerrt, dass ich heute nicht mehr von einer Marktwirtschaft sprechen würde, sondern von einer Machtwirtschaft. Und das ist eben das, die Handelskammervertretung ist nicht mehr richtig. Das sind all die Probleme, die schleichen in unsere Gesellschaft reinziehen und eben die Schwachen, den Mittelstand in diesem Fall, aushebeln. Und das muss thematisiert werden. Damit dieses Rückgrat wegkommt. Und die letzte Frage. Thomas Volkermann, Kreisverband Wendelböcke, Herr Schulze. Könnt ihr uns vielleicht eine Alternative zur Europäischen Zentralbank geben? Also mein Wunsch wäre wieder, wenn die deutsche Bundesbank an die Macht käme, dass dann die Zentralbank nicht auf der Welt regiert. Ich denke, dass wir uns unermüdlich einsetzen. Ich werde das tun. Vielen Dank. Durch zwei und das dann aufgerundet ergibt ein Quorum von 120 Stimmen. Es haben erreicht Dr. Michael Barke 3 Stimmen, Herr Axel Hoffmeister 3 Stimmen, Herr Heiner Gabe 5 Stimmen, Herr Frau Heike Kunzelmann 5 Stimmen, Herr Alexander Kraus 5 Stimmen, Frau Kerstin Gabracht 8 Stimmen, Herr Raimund Kress 39 Stimmen, Frau Jessica Malisch 42 Stimmen und Herr Sebastian Schulze 127 Stimmen. Vielen Dank.